Ja, hier ist der Stuppen. Willkommen zurück zu Burnout Legends, zur Fortsetzung der World Tour. Wo wir unsere Packserie beim letzten Mal ein Auto verdient haben, und zwar den Legend Gangster auf Interstate. Und jetzt geht's weiter mit der nächsten Strecke, der nächsten Veranstaltung, und zwar Harbor Town. Hier gibt es nämlich ein Rennen zu tun. Bronze schaltet neue Events frei. Gold schaltet Custom Kupfer. Ist halt Custom Kompakt bei, genau, so heißt das. Darf man natürlich haben, also Gold zählt, und fahren dieses Rennen mit dem X. Muss das sein? Der kompakte X, Belohnung für Gold im Airport Eliminator. Da haben wir den verdient. Wird also gleich gut eingesetzt. Also los geht's, kämpfe dich durch den Verkehr, um das Rennen zu gewinnen. Ja, immer, ne? Immer. Los geht's. So. Was ist das denn? Jetzt bin ich mitten einfach in der Hand geblieben. Ah. Das Spiel ist echt glitschig, ey. Tech-Down, immerhin. Oh. Ah, die Kurve ist wirklich fies. Ach, das hat Tech-Down, ja, wunderbar. Immerhin, den haben wir noch bedient. Dann machen wir den zweiten, ne? Aber das steckt auch, ja, wunderbar. Ja, so weit wie dann hier halt auch. Ah, bin direkt aufgefahren auf den, aber leider haben wir ihn jetzt erwischt. Aber uns aufpassen. Wäre das erste ganz weit weg, ne? Muss man ein bisschen aufholen. Die Kurve ist ja fies. Okay. So. Einmal wieder ran. Der Vorsprung ist davon gegangen. Checkdown. 50.000 in dem Rennen. Na, wunderbar. Gefällt mir das. Oh, den habe ich natürlich nicht kommen sehen. Kann er mir rein, leider. Ja, konnte man halt nicht ahnen, ne? Hopp. Da fliegen die Dinger weg. Die Pylonen. Okay. Ah. Oh, in die Kurve auch fast gar nicht, ey. Richtig schlimm. Erste Runde abgeschlossen. Naja, wir haben erste Runde war ganz okay, ne, letztendlich. Mein erster war es nicht so schlimm, aber fühlte sich ein bisschen schlecht an, muss man sagen. Ach, diese Kurve ist so fies. Da denkt man immer, es geht nach rechts, aber in Wirklichkeit tut das gar nicht. Ach, wieder hängen geblieben, ey. Ach, das kann nicht wahr sein. Was wird denn hier werden? Ah, jetzt bin ich weg. Ich krieg ja nicht mal, aber. Ja, ich dachte, ich krieg jetzt immer in den Aftertouch. Den nächsten. Nein, leider nicht. Na, ah, dumm gelaufen. Da bin ich weggeglitscht, ey. Ah, Spiel, ey, das ist echt. Boah. Das ist ziemlich glitschig in deinen Händen, ey. Putsch immer weg. So. Na, das war die falsche Entscheidung. Oder auch die falsche Entscheidungen. Ich weiß nicht, was ich mir dabei denke, ey.
das passiert mir so häufig, dass ich da immer überlege, ich hole den noch und ziehe dann nach rechts rüber. Das ist so eine krasse Fehlentscheidung in meinem Leben. Das ist so eine krasse Fehlentscheidung. Ehrlich. Immer. Das passiert auch häufig. Das ist schon mal in der Realität fast passiert. Sowas. Ja, ich bin auch kein guter Autofahrer, aber ich komme halt über die Straße ab. Unfälle habe ich noch nie produziert, aber immer blöd. Immer klappe Situation gehabt, muss man sagen. So. Die letzte Runde übrigens, ne? Da müssen wir aufpassen, was wir hier machen. Oh. Das ist ja mein erster, haben ein bisschen Vorsprung rausgefahren. Okay. Ah, einen guten Vorsprung jetzt. Ah, ich spiel ganz rutschig auf jeden Fall. Okay. Haben das gewonnen. Das ist gut so. So gefällt mir das am besten. Das Gewinnen. Haben einen guten Vorsprung erreicht noch. Wir haben 5 Tag aus einem Rennen abgeschlossen. Das heißt, einfach ein Trophäen sind fertig. Wir haben in Position 1. Längste Griff 170 Meter. Längste Gegenverkehr 500 Meter ungefähr. Okay, neue Events verfügbar und neuen Wagen. Umso besser. Okay, wir haben 200 Punkte, 12.000. Aber wir haben 6. Ein Tekton fehlt uns. Ein Tekton fehlt uns noch für das nächste Auto. Wo ist das? Pech gehabt. Aber trotzdem haben wir den Custom erreicht. Na, ja, nettes Auto, ne? Okay, wir haben wieder abgeschlossen. Ich hoffe, dass ihr Spaß hattet. Denkt wie immer an die Videobeschreibung, weil wir den Links. Und an das Follow, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und ich sag nochmal danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.